Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder hier vorm Level 4.1 und Dave möchte mit uns reden. Und dann lassen wir den jungen Mann doch mal zu Wort kommen. You know, they used to call me Fogman. Cause I would hang out in the fog and jump out at people. And those were the days. Ja, im Prinzip wird hier uns hier nur gespoilert, dass es Nebel gibt. Es gibt Nebel, was bedeutet das? Im Nebel können wir nichts sehen, logischerweise auch nichts pflanzen. Wir haben hier normale Zombies, wir haben Swimmingpool-Zombies, wir haben ein paar, ja, so musikspielenden Zombies. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Und es ist wieder nachts. Da es nachts ist, nehmen wir uns wieder hier die Sunshrooms. Wir haben jetzt zweimal kostenlose Pilze. Einmal für Land, einmal für Wasser. Und dann benutzen wir natürlich ihn und ihn. Ich hätte die gern andersrum. Ihn und ihn. Ich hätte die gern komplett anders. So würde ich sie gerne mitnehmen. Es sieht einfach schöner aus, oder? Ich finde, das sieht so besser aus. Dann brauchen wir nur eine kleine Walnut. Das reicht vollkommen. Wir brauchen natürlich das Lilypad. Und... ich weiß nicht so genau. Nehme ich noch was mit? Ich bin mir unschlüssig. Ich bin mir gerade unschlüssig, was ich noch mitnehmen soll. Es ist egal. Es ist im Prinzip egal. Nimm irgendwas. Jetzt entscheide ich schon. Bla, hier, wir nehmen ihn. Weil er halt auch auf dem Wasser spielen kann. Und ja. Nein! Ich bin so blöd. Ich habe Tangela vergessen. Na, Entschuldigung, ich musste meine Nase hochziehen. Das ist eigentlich ekelig, oder? Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Ich weiß es nicht. Komisch. Okay, die beiden teilen sich einen Cooldown fast. Ach nee, das ist wahrscheinlich noch der Global Cooldown, okay. Ja, das war noch der ganz normale Cooldown, den einfach die Pflanzen an sich haben, wenn sie einen haben. Okay, in diese Reihe können wir noch pflanzen, das ist aber die letzte Reihe, in die wir pflanzen können. Der Zombie kommt wahrscheinlich hier ganz unten. Das ist der absolute Wahnsinn. Das wäre jetzt genau die falsche Lane. Ach, vielleicht sollte ich mal Sonnenlicht pflanzen. Ich bin der größte Dorfdepp. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, vielleicht reicht schon eine Reihe von den Sunshrooms. Ich glaube schon. Ich glaube, ich probiere das mal mit einer Reihe. Wobei das, oh, das könnte böse enden, aber ich glaube an meine Chance. So. Ich bin gerade am überlegen, wie ich es jetzt genau anstelle. Danke, dass du mir auch mal Sonnenlicht gibst. Das ist jetzt natürlich doof. Jetzt habe ich hier natürlich voll viel Zeit mit Sonnenlicht verpasst. Ah, das ist echt ärgerlich. Warum ist mir das passiert? Ich weiß das nicht so genau. Ach ja. So, wir pflanzen diese kleinen Viecher, die umsonst sind, pflanzen wir natürlich so weit wie möglich nach vorne. Einfach, weil wir es können und weil es halt Sinn macht. Den hätte ich gerne weg, aber wir lassen ihn jetzt einfach mal. Oh, da ist so ein musikspielender Zombie. Ich weiß nicht ganz genau, was er macht. Komm schon, tötet ihn. Nein! Wieso hält er so viel aus? Okay, er ist down. Er ist down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es wären 6 Sunshrooms, die wir hätten. Wenn wir nur die erste Reihe machen. Jetzt ist halt die große Frage, wollen wir das so machen? Ich glaube schon. Ich glaube, das wäre die beste Entscheidung. Wir können die Zombies erstmal mit den ganzen Billigdingern aufhalten, das ist nicht das Problem. Und wir brauchen nicht so viel Sonnenlicht. Wir brauchen nicht so viel Sonnenlicht, weil die Kosten einfach so niedrig sind. Und dann können wir hier lieber 2 Reihen von den Viechern pflanzen. Ja, ich glaube, so machen wir das auch. Ja, ja, ja. Jetzt kommt schon eine huge way. Eine große Welle. Das ist schon die final wave? Warum mache ich denn das alles hier? Ich habe mir hier echt Gedanken gemacht, wie ich das jetzt sage. Oh Mann, ey. Weißt du, das ist echt ein bisschen deprimierend.
Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, ob ich jetzt hier zwei Reihen von den Sandfugens hinsetze oder nur eine Reihe, dafür zwei Reihen von den von diesen großen, dünnen Pilzen. Ja, und dann ist es hier auf einmal vorbei. Was geht denn los? Alter, was geht denn hier noch auf dem Wasser ab? Scheiße, jetzt verliere ich auch noch. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, das ist echt ärgerlich. Ja. Blöd, blöd, blöd. Naja, dafür kriegen wir etwas Neues und das ist diesmal... Es ist doch kein Pilz. Ja. Das Ding hat Augen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die sind dafür da, damit wir durch den Nebel gucken können. Das bedeutet, wir brauchen dafür einen Platz, gewinnen allerdings auch etwas am Platz. Und halt einfach Ansicht. So, wir nehmen wieder dich mit. Wir nehmen wieder mit dich und... Nein, wir nehmen mit dich, dich und dich. Wir nehmen mit dich, wir nehmen mit dich, wir nehmen mit dich. Und... Was hatte ich denn beim letzten Mal noch dabei? Ja. Ja, wir nehmen dich mit. Was habe ich jetzt hier ausgetauscht? Was hatte ich denn dann im... Ach, die Walnut, oder? Die Walnut fehlt mir jetzt. Wollen wir die Walnut mitnehmen? Boah, wir haben Football-Spieler. Boah, das kann böse werden. Aber was soll ich hier lassen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Walnut. Wollen wir die Walnut mitnehmen? Und wenn ja, was lassen wir hier? Boah, das ist ja wirklich schwierig. Machen wir so, machen wir ohne Tangle. Machen wir ohne Tangela. Tangela, 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 ja. Probieren wir es einfach mal so. Okay, wir pflanzen jetzt Sandshrooms und diesmal pflanzen wir die auch richtig, ohne dass wir sie vergessen. Dass wir sie pflanzen wollten. Zack, danke. Ja, das war echt auch scheiße gerade vorhin. Weil jetzt seht ihr, wir haben hier viel, viel schneller. Man kann übrigens trotz Nebel sehen, wo der Zombie kommt. Ja, da kommt er jetzt natürlich auch auf der genau richtigen Bahn. Ja, richtig ist jetzt hier in Anführungszeichen zu setzen. So. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, wir pflanzen einfach hier zwei Reihen hin. Und dafür tun wir dann... Da haben wir nämlich dann auch zwei mehr wie normal und dafür werden wir den Pool einfach ohne benutzen. Also wir werden hier gar keine reinsetzen. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz und ja, das sollte passen. Ja, das reicht jetzt nicht ganz, ne? Aber egal. Mir reicht es so, mir reicht es so. Wir müssten die optionalerweise, oder nicht optionalerweise, sondern bestmöglicherweise... Mir fehlt jetzt das richtige Wort dafür. Sollten wir die natürlich einen weiter vorne pflanzen, dann hätten wir komplette Sicht. Dann wäre der Nebel ganz weg. Aber naja, damit können wir jetzt auch leben. Können wir. So. Dich hätte ich gerne noch. Und dann hätte ich gerne hier ein Lilypad. Dann pflanzen wir dich da. Und dann können wir anfangen, hier mit unseren Kerlen die unterste Linie zuzubauen. Die kosten nur 25, machen gut Schaden, ja, dafür. Ich meine, die sind genauso stark wie die P-Shooter und ja, ich mag die. Die sehen auch cool aus, finde ich. Das sind so richtige, wenn ich die sehe, denke ich mir so, ja, genau so stelle ich mir dich vor. Genau so. Sehr schön. Ja, wir sollten vielleicht diese billigen umsonst Pflanzen auch weiter pflanzen. Das würde Sinn machen. Jetzt haben wir hier nämlich... Ah, ne, haben wir doch nicht. Wow, nein, ich habe eine Sonne verloren. Aber die ersten wachsen schon, von daher. Ja. Alles gut, gar kein Problem. Wunderbar, 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 Lilypad. Diese Leuchten hier, diese Laternen, ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen, die erleuchten immer drei Bahnen. Also ihre Bahn und dann halt die oben drüber und unten drunter. So, gut. Nüsschen. Pflanzen wir Nüsschen? Ja. Weil auf jeden Fall hier vor die Lampen.
damit die einfach ein bisschen gesichert sind. Auf die anderen Bahnen können wir einen Damage mehr setzen, da sind die Nüsschen vielleicht nicht ganz so wichtig am Anfang. Das hat jetzt hier auch Sinn, warum ich den da hingesetzt habe. Das war jetzt kein Fehler, weil ich hier dann einfach gerne zwei von denen hinpacken würde. Das hat jetzt wieder keinen Sinn gemacht, was ich da getan habe. Naja, ich habe mich gerade selber ein bisschen dafür ausgelacht. Das sind immer so kurze Entscheidungen, die du triffst, wo du dir dann hinterher denkst, warum? Was war das für ein Gedanke? Du bist echt blöd. Naja, bist du natürlich nicht, aber es war trotzdem ein dummer Gedanke einfach. Das kann man auch mal so beim Namen nennen. So. Ansonsten, so rein vom Look her, finde ich, das sieht schon ganz cool aus hier. Hops, springt das Wiesel. Kennt ihr das von Tiny Toons? Es gab so einen krassen Tiny Toons Film. Ich würde den gerne mal wieder sehen. Ich weiß aber nicht. Keine Ahnung, wie der hieß. Es war halt einfach Tiny Toons. Wir Teenies, wir Toonies, wir schöner Spaß, Cartoonies. Ich weiß es nicht mehr. Es war einfach mega geil. Es war Tiny Toons und, ja. Tiny Toons ist einfach mega geil. Machen wir uns nichts vor. Das war so ein richtig abgespaceder Film. Ich kann mich da auch gar nicht mehr richtig dran erinnern. Aber diese Musik erinnert mich einfach komplett krass daran. Was mich noch viel mehr wurmt, ist, und zwar jetzt haltet euch fest, ich hatte eine Sesamstraßenkassette und da war ein Lied drauf, das hieß Unter dem Meer oder so. Also ich weiß nicht genau, wie es hieß. Ich weiß nur, wie das geht. Ich habe das nie vergessen. Ich finde es aber einfach nie wieder. Was ist denn jetzt passiert? Ja, der hat einfach da Sachen weggesprengt. Ist der bekloppt? Der kann Sachen wegsprengen. Ups. Und zwar geht das Lied von Grobi geht so. Krass, warum hat er jetzt gerade hier so unfassbar viel weggelegt? Da bin ich! Ich bin tot. Und zwar ging das Lied so. Ich wünschte, ich wäre unter dem Meer, im Garten einer Krake will ich sein. Ich wünschte, ich wäre unter dem Meer, im Garten einer Krake will ich sein. Ich wünschte, ich wäre unter dem Meer, im Garten einer Krake will ich sein. Ich wünschte, ich... Ja, ihr merkt vielleicht, ich kann nicht mehr vom Text. Ich kann nur diesen Satz. Ich wünschte, ich wäre unter dem Meer, im Garten einer Krake will ich sein. Das Lied war mit hundertprozentiger Sicherheit... Kannst du jetzt mal sterben? Das Lied war mit hundertprozentiger Sicherheit von Grobi. Hallo. Das Problem ist, dass, der sich jetzt einbuddelt. Scheiße. Ich bin so blöd. Dankeschön. Mit hundertprozentiger Sicherheit war dieses Lied von Grobi, ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Es wurmt mich wie Hölle, aber ich weiß es nicht mehr. Ich wünschte, ich wäre unter dem Meer, im Garten einer Krake will ich sein. Das war das Lied. Ich finde es nicht mehr. Ich hatte früher so viele coole Kassetten, Benjamin Blümchen, Sesamstraße, dann auch immer so Lieder, weißt du, so Benjamin Blümchen singt, Lieder, keine Ahnung. Ach, es war wunderschön. Gut. Wir haben hier einen Kaktus bekommen. Was der Kaktus kann, das weiß ich sogar schon. Wir lesen mal. Shoots spikes that can pop balloons. Die poppen. Ja, der kann Ballone kaputt schießen. Und warum wir das brauchen und wieso, weshalb, warum, werden wir im nächsten Part sehen. Wahrscheinlich. Ich denke mal, dass jetzt Ballons auftauchen. Bis dann und ciao, tschüss, euer Cornel.